Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir nach Sebstreff Seahaven gesegelt, da Fenmond komplett abgeriegelt worden ist und die komplette Umgebung und Sebstreff Seahaven das nächste ist, wo wir hinreisen konnten. Und ja, in der letzten Folge haben wir relativ eigentlich nur Sidequests angenommen oder begonnen oder abgeschlossen. Das hat natürlich in Hamlet begonnen, hat sich bis Niakara gezogen und anschließend sind wir natürlich nach Sebstreff Seahaven gekommen und haben hier auch nur lauter Nebenquests gesehen und haben auch etwas über eine Geheimorganisation in Azul erfahren, die sich die Ratten nennt, die hauptsächlich, wo hauptsächlich Frauen sind, und dort haben wir auch Cutscene dazu gesehen, wo eine der Ratten umgebracht worden ist. Allerdings ist nicht bekannt von wem oder von was. Elvin vermutet, dass er daran schuld ist, weil er sich versuchen wollte, von den Typen, die sie herausgezerrt hat, zu retten. Wie dieser Sidequest ausgeht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch in meiner Sidequest-Liste geguckt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich nicht wirklich weitere Anhaltspunkte gefunden. Also, okay, ich habe jetzt nicht wirklich weitergelesen, weil ich mir dachte so, Alter, was kommen da noch für ganze Sachen, wo wir dann überall hin trudeln müssen? Und dementsprechend dachte ich hier, nee, das lasse ich jetzt einfach mal. Und wir begeben uns jetzt einfach auf den Weg nach, beziehungsweise wir sollen uns über die Sebstreff Höhenstraße nach Fenmond begehen. Um kurz zu demonstrieren, wir sind hier und Fenmond ist da. Also, es ist doch ein etwas langer Fußmarsch bis nach Fenmond, aber möchte ich Waffen kaufen? Nein, ich möchte keine Waffen kaufen. Vor allem, ich habe auch nicht wirklich was gelevelt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen die Befürchtung, dass wir doch irgendwann Probleme bekommen werden, wenn wir doch nicht ein bisschen leveln. Dementsprechend werden wir diesen Part doch etliche Kämpfe bestreiten und eventuell werde ich auch aufscreen, bevor ich dann den nächsten Part beginne leveln. Ihr da, wollt ihr meine Geschichte hören? Tut mir leid, wir haben es sehr eilig. Ein anderes Mal in Ordnung? Ach komm, seid nicht so. Bleib einen Moment und mach deinem alten Mann eine Freude. Nein, Jude, bitte nein. Was für eine Geschichte wollt ihr erzählen? Das willst du nicht, Jude. Gib diesen Typen den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand. Keine Sorge, junger Mann. Ich spreche, dass diese Geschichte eurer Zeit wert ist. Sie könnte sogar euer Leben retten. Das klingt interessant. Erzähl uns eure Geschichte. Das ist schon besser. Nun, hier kommt meine Monstergeschichte. Vor vielen Jahren lebte in einem nördlichen Stamm ein Mann mit Namen Thrill. Thrill hatte das Talent, Monster zu kontrollieren. Diese seltene Gabe versetzte ihn in die Lage, Monster ihr versteckten Kräfte zu entziehen. Doch Thrills Genie war nicht leicht zu befriedigen und er begann, sich an verbotenen Arzt zu versuchen. Er versuchte, ein Monster zu erschaffen, das mit jedem Kampf stärker wurde, indem er mit dem Mannerlappen der Monster experimentierte. Er experimentierte mit Mannerlappen? Aber das ist doch nicht möglich? Nein, aber Thrill hat es trotzdem. Nach über 20 Jahren Forschung erschuf er erfolgreich 6 neue Monster. Diese Kreaturen mit übergroßen Mannerlappen konnten neue Geisterarzt allein durch Instinkt wirken. Jedes der 6 Monster hat eine Waffe, die aus seinem Körper wuchs, als ob jedes der lebenden Verkörperung der Waffe wäre. Diese Waffen wurden als Teufelswaffen bezeichnet und die Monster als Teufelsbestien. Ich habe mich irgendwo verlesen, aber egal. Jetzt habe ich weggekriegt. Egal. Natürlich nicht, junger Mann. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Vor 20 Jahren führte Thrill seine 6 Teufelsbestien in einen großen Krieg. Aber ein riesiger Tsunami überschwemmt das Schlachtfeld und spült alle hinfort, auch Thrill. Somit war auch das geheime Wissen über die Erschaffung dieser Monster verloren. Das war's. Vielen Dank, dass ihr meine Zeit verschwendet habt, alter Mann. Ah, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wisst ihr, die Teufelsbestien sind an jedem Tag nicht gestorben. Thrills Tod setzte sie frei und bis zum heutigen Tage treiben sie irgendwo in der Welt ihr Unwesen. Und ihr sagt, diese Teufelsbestien wären mit jedem Kampf stärker? Richtig. Mittlerweile kämpfen sie seit über 20 Jahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie stark sie jetzt sein müssen.
Hört gut zu, wenn ein Monster sieht, aus diesem Körper eine Waffe wächst, versucht nicht, es zu bekämpfen. Das, meine Freunde, ist die Moral dieser kleinen Geschichte. Und das Geheimnis eines langen Lebens. Eines langen Lebens, oh Gott. Alter Schwede. So, bevor ihr anfangt zu labern. Ja. Die Teufelsbestien sind die Teufelswaffen. Also, sagen wir so, umgedings die Ultima-Waffen für unsere Charaktere, die sich halt eben mit jedem Kampf verstärken, was ich recht cool finde. Ich habe sie auch in meinem Privatspielstand zu mir geholt. Und ja, diese Quest können wir natürlich erst abschließen, wenn wir alle 6 Teufelsbestien ihre Schwerter abgenommen haben. Allerdings tauchen diese Bestien, glaube ich, erst relativ spät auf, wenn ich so gucke. Okay. Die tauchen relativ später erst auf. Sie haben auch ein recht hohes Level. Aber sie sind nicht unmöglich zu besiegen, aber im jetzigen Stand wäre es natürlich besser, wenn wir sie irgendwie treffen sollten, zu fliehen. So, ich werde hier auch kurz speichern, weil das habe ich im letzten Part nicht gemacht, weil ich nicht aus dieser Cutscene rausrennen wollte. Warte, wir waren hier, dann tue ich einfach mal Mila Schrein überschreiben. Schrein überschreiben. Okay, das war nicht lustig. Ich bin manchmal so ein richtig unlustiger Mensch. Unlustiger. Was? Nein. Was brauche ich? Irgendwas? Apfelgummis? Ich könnte mir ein paar Orangengummis zulegen. Wäre nicht schlecht, ne? Das ist ein verdammt teuer. Es ist verdammt teuer, Mann. Okay. Na gut, dann gehen wir zum Self-Strap. Self-Strap. Ich mag die ganze Musik in diesem Spiel. Ich finde die überall. Aber ich muss sagen, ich kann nicht wirklich. Ich bin nicht so ein Mensch, der sagen kann, ja. Ich finde diese Gegend so wunderschön. Ich finde die Musik so schön. Wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich es. Aber wenn es mir gefällt, sage ich gar nichts dazu. Also, das ist bei mir so. Und Orte, die mir nicht so unbedingt gut gefallen, da sage ich schon, dass sie mir nicht gefallen. Das war genauso wie ein Fanmann in der Forschung, in dem Forschungsinstitut, dass mir das nicht wirklich sehr gut gefallen hat. Und ja, dann hören wir uns mal, sie könnten einen neuen anfertigen an. Looks like our wanted poster is making the rounds at the Sea Haven. Does this sort of thing actually work? You tore it down? Yes, but I can't imagine a poster like this will give us any trouble. Do humans have a different sense of aesthetics than I do? Well, anyway, Mila tore it down, so we should be safe here, right? That'll never work. Keep tearing them down, and they'll keep putting them right back up. Mila? It's nothing. Alvin's right. Even with this terrible likeness, we can't afford to take chances. We should move on. All right. Given enough time, they might manage to make a replacement key as well. We need to hurry. Ja, könnten sie natürlich. So. Dann gucken wir uns hier einfach mal um und bekämpfen die Monsterchen, die sich hier befinden, falls sie wie irgendwo hier irgendwo tun sehen sollen. Und wir brauchen einen. Ich muss mal angucken, welche Nebenquests wir jetzt offen haben. Das ist so. In Arbeit. So, Fortsetzung folgt, Fortsetzung folgt. So, geh nach Sheraton. Das ist irgendwie nach was für was nach was? Die Gruppe verspricht. Was? Die Gruppe spricht über die miserablen Bilder ihres Fahndungsplakates. Jude verplappert sich und gibt Preis, wie er Millers Aussehen findet. Das ist richtig peinlich. Fortsetzung folgt. Echt? Fortsetzung folgt? Tatsächlich. Oh, der arme Jude. So, die Kopfgeldtree im Tiefwald. Das kriegen wir auch im Tiefwald und es ist auch in der Sheraton. Sprich, zwei Sachen müssen wir im Tiefwald machen. Wir sind jetzt aber wo? Wir sind auf der. Ah Gott! Auf der Höhenstraße. Gut.
Ich meine, ich finde das cool, dass hier so eine unsichtbare Wand ist, eigentlich, wo der Vogel nicht drüber fliegen kann, aber es ist ein Vogel. Vogel können fliegen. Sie sollten doch über solche Erhöhungen fliegen könnten. So, ich glaube, da hinten kommen wir auch nicht weiter. Things were too easy. What do we do? Well, hey, what's over yonder? That's the Deepwood. If we can hike our way through there, we'll come out right near Sherrilton. Then our path is clear. It won't be easy going. What about Elise? You knew she'd face risks on this journey. Remember? Elise. The girl has agreed, so this matter is no longer open to debate. Naja, immer diese Straße rein. So, sollen jetzt doch den Selbstschutz die helfen geben. Nein, nicht sie helfen. So, gut. Kann ich da hinten? Ich kann da hinten nicht rauf, ne? Weil da oben die Typis sind. Doch, ich kann da irgendwo sicher nochmal rauf, oder? Kann ich da echt nicht? Doch. Ich wusste das, dass ich da nicht drauf kann, weil da einfach ein Stein den Weg blockiert. Was? Ah, no. Ich will doch nur zu dieser Kiste da oben. Wieso lässt mich... Vor allem hier auch... Ja, ich glaube, ich weiß, warum das sie das abgesperrt haben. Damit wir... nicht auf die intelligente Idee kommen, dort irgendwie die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und lieber Vogel, möchtest du gegen mich kämpfen? So, ich glaube, ich kämpfe immer noch gut. Ich kämpfe immer noch mit Mila. Ich glaube, ich werde wieder auf Elven wechseln. Ja, den hatten wir, glaube ich, doch ein Weilchen nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was für Art du nochmal hast, Süße. Gib mir bitte wieder meinen Schimmer. Schimmerwirbel. Dem kann ich besser umgehen als mit... den Flammenring. So. Warte, ich wollte gucken, welches Level die haben. Level 10, okay, wir sind eigentlich noch recht gut im Level. Wir sind ein Level drüber. Das sollten wir eigentlich ohne Probleme meistern können. So, jetzt möchte ich aber auf Elven wechseln. Und ich glaube, ich weiß auch noch, was ich jetzt machen werde, ist nämlich. Ja, es ist Part 15 und mir gefallen die Soundeinstellungen. Immer noch nicht. Ich werde das auf 3 stellen. Ich glaube, das tatsächlich... Nein, das lasse ich tatsächlich auf 1. So. Und dann werden wir auf dich und dich wechseln. So. So. Weg der Verbündete ist Mila. Hier Jude. Mila. Kille. Hast du neue Arzt gelernt? Eigentlich nicht, nein. Aber du verbrauchst ziemlich viel TP dafür, wenn du angreifst. Ich meine 59. Aua. Moment. Hier. Oh, das war richtig schön. Ich glaube, das hebe ich mir jetzt erstmal für was anderes auf, weil ich glaube, dass wir demnächst wieder einen Bosskampf haben werden und Elvin levelt verdammt langsam. Okay, die Gegner sind auch relativ niedrig vom Level. Dementsprechend können wir gar nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen. Aber ich kriege ja entwucht. Ach, das wollte ich eigentlich gar nicht. Geht's hier eigentlich weiter? Hier geht's, glaube ich, gar nicht weiter. Und ich bin gerade echt am Stück. So. Nope. Mir fällt gerade ein. Nein, mir fällt es gerade. Doch. Nein. Da hinten leuchtet was, aber ich will da nicht in die Nähe gehen, weil ich Angst vor denen habe. Dementsprechend klettern wir einfach mal hier rauf.
Warum kommentiere ich das, dass ich da jetzt raufklettere? Ihr seht ja, dass ich da raufklettere. Okay, hier ist noch eine Kiste für mich. Nein. Komm mal her. Jude, du standest leicht im Weg. Aber nur dezent. Beschützen. Cool. Nein, das möchte ich nicht. Aber eigentlich ist es ja verdammt nochmal lieb. Okay, ich glaube, einen Kampf bräuchte ich tatsächlich noch, aber das ist mir jetzt egal. Ich möchte nämlich nicht den Natronreis irgendwie da liegen lassen, weil. Never actually been in the deep wood before, but there's a first time for everything. Weil wir dafür Erfahrungspunkte. Mehr Erfahrungspunkte bekommen bei den Kämpfen. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Quite a dense forest. Let's try to stick together, okay? What was that? Was it warning us, maybe? Well, Mila certainly seems unfazed. Oh, I see a way through! Hurry up, you two! Great, even the Spud is getting gutsy. Let's go. Du bist auch eine Kartoffel, Elvin. Und Mila beeindruckt ziemlich vieles nicht. Wir können als Elvin herumlaufen, aber dadurch, dass ich weiß, was hier im Wald wieder auf uns zukommt, möchte ich doch mit Jude hier durch die Gegend kämpfen. So. Gut, jetzt muss ich nur überlegen. Von da sind wir gekommen. Muss ich hier durch. Und dieser Tiefwald ist echt. I'm not so good with these tight passages. Must be this astonishing physique of mine getting in the way. Oder du bist einfach nur fett, Elvin. Was ich natürlich nicht behaupte, weil du doch sehr muskulös bist. Oh Gott, ich hasse diesen Wald. Ich hasse ihn so sehr. Nein, was kommt jetzt? Hi. Au. That thing's got reach. It can hit all of us with ease. This could pose a problem. Ah. Elise, keep your distance. We can't look after you and fight at the same time. Stay back. Jude! Damn it. I can help. You healed us? Glad you brought us along now, huh? Our wounds are healed. Ja, endlich! Endlich haben wir Elise dabei! So. Habe ich eigentlich irgendwas mit ihr zusammen? Nein. Stay back, it's dangerous. Ich bin so froh, dass Elise jetzt endlich dabei ist, weil sie kann uns wunderschön heilen. Oder wunderschön. A grand victory! That was amazing, Elise. That was exhausting.
bin echt froh, dass wir jetzt Elise endlich dabei haben. Ich habe ganz vergessen, dass sie bei diesem Kampf dabei ist. Ich dachte ich mir eben, hä, wieso wird dieser Kampf eingeleitet? Warum greift mich aus heiterem Himmel ein Monster an? Aber das war das. Imagine a little girl wielding arts like that. Elise, you saved us. It's okay, Elise. There's nothing to be scared of anymore. That's not it. You two need to make up. Pals need to stick together. I promise I won't get in your way again. Honest. You heard the little lady. Now make nice with Jude here for Elise's sake. Make nice? It's not like I'm angry or anything. That's not how it looks to me. You were getting along better before. I'll do my best, okay? Why do I suddenly feel like the villain here? Fine, all is forgiven. And hey, don't you have something to say to Elise? Sorry for making you worry, and thank you. This is some serious friendship stuff right here! Level 99 on the friendship meter! Elise's arts could really help us in a pinch, don't you think so? Agreed. Thank you, Elise. I'm counting on you. Sally forth, pals! What luck. Never expected a channeler like her to be along for the ride. Yay! Wir haben Elise endlich dabei und Elise hat sich unserem Level angepasst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wenn wir jetzt Level 12 gewesen wären, dass sie Level 12 wäre, weil Elwin doch höher vom Level ist, aber Elwin ist eine Ausnahme. So oft wird er immer abhaut. Ja, und ich bin echt froh, dass Elise mit von der Partie ist. Und habe ich jetzt... Och, Gottes Willen! Gut, dann haben wir um einiges nachzuholen bei der lieben Elise. So. Ja, mach das einfach mal. So. Ich glaube, wie Wiederherstellungs... Da. Kurzer Gewinn, so. Ansonsten, wo möchte ich ansonsten hinkommen? Du bist doch ein bisschen KP. So. Ist fast so wie allen, außer bei Elwin. Bei Elwin habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. So, was hast du denn für Fertigkeiten, meine Liebe? Du hast mich noch gar nichts ausgerichtet. Dadurch, dass du sowieso kaum angreifen wirst und ihr zaubern wirst, würde ich dir Erdschutz und Windschutz geben. Wann gebe ich den Zauberschutz? Dann gebe ich dir Rückendenkung, Levelwiederherstellung, ja. So, und dann ist noch Blitzabwehr. Gut. So, dann können wir uns auch noch zu der letzten Outfits, die Elise hat, angucken. Und sie, ich glaube, ich werde tatsächlich mit ihr zurückgehen. Offscreen zurückgehen und ihr ein bisschen Gewand geben. Dafür kannst du mal ein Lächeln. Oder warte. Schützt nicht vor Vertäubung unter Angst. Egal, kriegst du Betäubungsarm. So, wir haben hier die Hutfrisur, die Schulfrisur, die ich recht niedlich finde, die Dienstfrisur, die Mintfrisur und die Idolmasterfrisur. Ich werde tatsächlich die Schulfrisur geben, weil ich finde, dass sie mit dieser Frisur ein bisschen aussieht wie so eine kleine Hexe. Ich finde, dass es so einfach niedlicher ist. Dann haben wir hier eben die Schuluniform, die Dienstmädchenkleidung, die Mintkleidung, Idolmasterkleidung und die alternative Farbe. Wo ich sagen muss, ich finde,
Ich meine, ich mag Lila sehr gerne. Und dieses Rosa, was da drin ist. Aber ich muss sagen, dieses Grün finde ich auch gar nicht so schlecht. Dementsprechend werde ich ihr das hier erstmal so zum Tragen geben. Und einfach, was für Arzt hast du eigentlich, Liebe? Helfen, also sie hat Heilen, Tipo-Spray und Puffhammer. Also sie hat noch nicht wirklich recht viel, womit sie angreifen kann, aber ich finde sie doch... One step closer to adulthood! Tipo, don't say that so loud. You're embarrassing me. Ich finde sie recht niedlich. Dementsprechend werden wir auch kurz zurückgehen, zum Self-Strift Sea Haven zurückgehen. Damit wir ihr ein bisschen neue Ausrüstung geben können. Ich finde, sie läuft so niedlich. So. Dann geht's einmal. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Leute? Ich kann Rüstung kaufen, aber es ist keine Person hier. So. So. Wir haben hier den Stab, den hat sie ja schon ausgerüstet. Dann hat sie hier die Keule, den Rubinstab, die Luftrute und sonst noch irgendwas. Dadurch, dass alles recht teuer ist. Kostbarer Stab. Sieht richtig cool aus. Wird sie für den Anfang erstmal die Keule kriegen. Ist recht teuer. Aber was soll's. Was tut man nicht alles für die liebe Elise? So. Nein, nein, nein. Irgendwas für Elise. Was sich Silberhaare fühlt sich sogar. Wird sich sogar rentieren. Und sie hat. Sie hat Kleidchen. Gut, dann kriegst du. Das Heiligenmann hast du schon an. Das ist aber so recht teuer. Das ist teuer. Teuer. Kann ich erweitern? Hm. Auge der Dämonenbestie. Hm. Vielleicht wird das alles ein bisschen billiger. Nein, das war unabsichtlich. So. Sie kriegt ja so einen Haarreifen. Der ist immer noch so teuer. Hat sich wenigstens das Kleidchen verbilligt? Nicht wirklich. Ich wollte eigentlich nur eins kaufen. Dann. Gut, nein. Dann. Ich will auf Elise. Kriegst du auch noch sowas? Und dann sind wir richtig weiter. Gut, und dann will ich auch sagen, dass wir im nächsten Part dann wieder auf den Weg machen. Kann ich mich in den Selbstschrift-Tiefwald. Ja. Perfekt. Kann ich mich dort wieder hinporten? Und ja, bevor die Leute anfangen zu labern, werden wir uns dann im nächsten Part weiter durchkämpfen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!